Moin Moin Mädels, da bin ich wieder und zwar mit zwei neuen Sachen quasi in meinem Sortiment. Zum einen, ja sagen wir mal zwei neuen Sachen in meinem Badschrank. Zum einen sehe ich gerade komisch aus, aber ihr müsst bedenken, ich habe nur ein paar Stunden geschlafen. Aber egal, meine Lippenstifte habe ich gerade verschmiert. Und zwar habe ich ja auf vielen YouTube-Kanälen und Blogs gesehen, dass ja eine Mai-Parfümwelle so um sich ging. Ich habe das vor einer ganzen Zeit, wo das mal so rausgekommen ist, auch schon mal ins Auge gefasst. Fand das dann ganz interessant, war mir aber unsicher und dachte mir halt, probier es halt mal aus. Weil ja dann ein paar Meinungen positiv, dann andere ja, naja. Ich hatte zwar nie das Gefühl, dass jetzt eine, dass ich hätte wieder kaufen wollen oder das so toll fand, dass er sagt, boah, ich benutze jetzt gar nichts anderes mehr, sondern nur noch das. Also musste ich ja da auch mal tätig werden. Gekommen ist das wie bei den ganzen anderen Damen auch, so nach einer circa einer Woche, in so einem kleinen Päckchen. Und war dann ausgefüllt mit diesen Puffels da. Und kam dann ganz neutral quasi in so einer Verpackung. Dazu gab es ja dann wie bei allen anderen auch dieses Duftzertifikat, was ich persönlich selber ganz schön finde, weil man da einfach nochmal genau das drin hat, was man da so zusammengemixt hat. Also das wäre jetzt quasi mein Duft und die Dame dazu. Dann stehen auch Anwendungstipps Da steht auch irgendwie, der Duft muss einige Tage vorher reifen. Also ich bin mal gespannt. Ich habe den jetzt schon seit ein paar Tagen. Hab den auch natürlich direkt den ersten Tag aufgesprüht und ausgeführt. Meine Kolleginnen waren da eigentlich recht begeistert von. Das ist ja dann immer mein erster Test. Dann habe ich hier noch zwei 10-Euro-Gutscheine. Ja. Und zwar sah meins so aus. Da habe ich dann, man erkennt das jetzt schlecht, weil die Schrift doch sehr klein ist. Enter Wonderland, also den Namen von dem Blog und dem YouTube-Kanal da drauf gemacht. Und habe mir extra noch hier so eine kleinen Glitzersteinchen rein, weil ich bis jetzt in einem Parfüm mal eine einzige Glasperle unten drin hatte. Und das jetzt so spannend fand, da musste ich das doch gleich mal mitholen. Ich war erstmal überrascht, wie klein dieser Flakon eigentlich ist. Ne? Das ist ja, wenn man das jetzt mal vergleicht, wirklich ein Mini-Ding. Das war ein bisschen schade. So gemacht ist er ja recht schlicht und einfach, finde ich, ist jetzt nicht schlecht. Und der erste Eindruck war halt nicht schlecht. Ich meine, klar, man ist ja auch keine Parfümeurin, wo man jetzt sagen kann, oh, wenn du das und das zusammen mischst, dann könnte es eventuell scheiße riechen, sondern man macht dann einfach mal. Es riecht nicht schlecht, es riecht sehr orientalisch, sehr schwer, aber was mir schon mal auffällt, für ein Eau de Parfum hält es nicht lange. Und der Duft ist auch nicht so sehr intensiv. Um mal auf die Inhaltsstoffe zu kommen, bei mir war drin jeweils ein Teil Bourbon-Vanille, Sandelholz, karibische Kokosnuss, Veilchen, Mango, weißer Jasmin, ozeanisches Aqua und weißer Moschus. Und dann machen die dann noch so eine Duftbeschreibung dazu. Das ist der Dufttyp weiblich extravagant. Eine süße und zugleich orientalische Kreation. Mango unterstreicht karibische Kokosnuss zu einer raffinierten Harmonie. Der Duft, der sich sinnlich und harmonisch präsentiert, ein unwiderstehlicher Duft, der die Sinne verwöhnt. Das klingt jetzt auch alles erstmal sehr gut. Ich gebe aber ehrlich zu, wie die meisten anderen auch, bin ich jetzt nicht so, ja, vom Hocker gerissen. Also es ist eine witzige Geschichte. Es riecht auch echt gut. Aber würde ich so einen Duft im Laden riechen, würde ich ihn definitiv nicht mitnehmen. Gebe ich ehrlich zu. Also
Da müssen wir nicht dran rumreden und da einen auf, hey, das ist so toll. Es ist okay, es ist eine Erfahrung wert, es ist toll, so ein selber kreiertes Parfüm zu haben. Ich habe mich auch mega darauf gefreut. Klar, war dann halt schon ein bisschen enttäuscht, weil es halt echt, ja, man stellt sich das viel leichter vor und einfacher vor. Vielleicht gibt es auch einen gewissen Eigengeruch und oder vielleicht passen die Dinger nicht zusammen, die ich ausgewählt habe. Aber, ja, ist jetzt gar nicht so toll. Dann habe ich noch von Keep Young and Beautiful, heißt der Shop. Das ist hier so eins. Ganz toll verpackt. Zwei Gesichtspflegeprodukte mal. Mir gedacht, dass ich die mal näher anschaue. Und zwar von Oceanwell. Die haben halt viel so Naturkosmetik und so, was ich ganz cool finde. Und zwar sehen die so aus, richtig hübsch. Die kamen auch ganz, ganz toll eingepackt zu mir. In so einem lilanen Seidenpapier und goldenen Schmetterlingen drauf. Also war echt supidupi. Und hier diese Gesichtspflegeserie, ich probiere ja immer gerne mal rum, kenne ich jetzt noch gar nicht. Was mir ganz gut gefällt, damit habe ich nämlich auch gute Erfahrungen gemacht, ist, dass das einfach auf mehr Wasserbasis und Algenextrakt ist. Und mit solchen Produkten komme ich eigentlich super toll klar. Ich habe ja auch die La Mer Gesichtspflege, das ist ja auch mit Meersalz. Und finde ich echt, echt super. Und die Sachen sind halt sehr hautschonend und rückfettend und das finde ich auch klasse. Und deswegen dachte ich mir, probieren wir das mal. Hier steht auch drauf, nachhaltige Wirkstoffkosmetik aus dem Meer hergestellt. Mit strengen Prinzipien der Naturkosmetik. Ich finde auch, dass die wirklich wunderhübsch aufgemacht sind, die Sachen. Sieht wirklich toll aus und das ist jetzt kein billiges Plastik oder so. Das ist schon ein sehr schönes Produkt. Auch toll aufzumachen mit dem Spender hier oben. Für das jetzt zu zeigen, wäre es ein bisschen zu dünnflüssig. Es ist halt eine sehr dünnflüssige Milch. Riecht recht angenehm. Also ich denke, da werde ich dann nochmal ganz extra einen Blogpost auf jeden Fall drüber schreiben, um genauere Infos zu geben, dass ich da jetzt hier nicht stundenlang drum herum rede. Diese Reinigungsmilch liegt bei 19 Euro. Finde ich, kann man nichts sagen. Es ist eine sehr, sehr große Flasche. Und sieht, wie gesagt, auch echt hübsch aus. Erinnert mich fast ein bisschen so an Biotherm oder so. Also finde ich, kann man nichts sagen. Ich habe Pollenallergie, aber wie? Deswegen sind noch meine Augen so angeschwollen. Ich sehe aus. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich das mal genauer testen, wenn das interessiert. Ich werde auf jeden Fall ausführlich auf dem Blog berichten. Und wenn ich es getestet habe, natürlich auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und dazu habe ich jetzt noch eine nährende Nachtcreme. Auch wieder nach demselben Prinzip. Mit Meerwasser und Algenextrakten. Und für ein weiches, glattes Hautgefühl soll diese tolle Creme sein. Das finde ich natürlich richtig klasse. Wenn meine andere Nachtcreme nämlich bald leer ist, werde ich dann diese hier mal ausprobieren. Und da beide mit Meersalz oder Meerwasser sind und Algenextrakten, finde ich, wäre es immer klasse, da so ein bisschen einen Vergleich zu ziehen eventuell. Und zwar sieht die so aus, ist auch in so einem hübschen Tiegel, auch wieder kein Plastik, sehr hochwertig gemacht, wie ich finde. Also mir gefällt es wirklich übelst gut. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Vom Geruch her ist sie sehr neutral, würde ich sagen. Die kommt dann so, ist eine recht dicke, reichhaltige Creme. Vom Geruch her eigentlich neutral, was ich jetzt auch nicht schlecht finde, gerade für die Nacht, wenn das schön einwirken soll und schön pflegen soll. Ich finde, da braucht man auch keine Parfümstoffe für die Tagescreme, so leicht parfümiert ist das schon ganz schön, aber so reicht das. Die Nachtcreme hier, die riecht auch ein bisschen anders als als die Reinigungsmilch. Ich denke, das hat auch mit der Konsistenz vielleicht ein bisschen zu tun, weil hier mehr fettende Sachen drin sind, würde ich sagen. Weil die Reinigungsmilch riecht leicht zitronig, was ich persönlich ja jetzt ganz, ganz toll finde.
Und wie gesagt, das sind jetzt so meine drei neuen Produkte, die sich in meinem Bad jetzt tummeln, die ich ausgiebig testen werde. Und ja, wenn euch mehr dazu interessiert, fragt ruhig mal nach. Hier werde ich mal sehen, ob sich der Duft noch anderweitig entwickelt. Ob es dann wirklich einfach nur daran liegt, dass es ganz frisch abgefüllt ist. Ich habe ja von manchen gehört auf YouTube zum Beispiel, dass da wirklich sich am Duft noch was getan hat. Aber ja, werden wir mal schauen. Also, das Neues aus meinem Schränkchen und wir sehen uns gleich mit meinem Monatsfavoriten. Ciao!